Was ist denn los? Wieso zitterst du denn so? Angst, Angst. Du hast Angst? Wovor? Die Kinder sind schon da. Hallo Kinder, ich muss euch ganz dringend was erzählen. Also, jetzt im Herbst färben sich ja die Blätter bunt. Und ich habe gemerkt, dass ein paar meiner Haare auch bunt sind, also weiß. Ich habe mich gerade im Spiegel gesehen. Und jetzt habe ich Angst, dass ich auch abfalle, wie die Blätter. Katakalo, du fällst doch nicht ab wie die Blätter. Ja, aber die werden ja auch bunt. Und wenn meine Haare jetzt bunt sind, dann ist nur eine Frage der Zeit, bis mir was abfällt. Ein Ohr, eine Pfote, die zwei. Katakalo, dir fallen doch keine Sachen ab, nur weil du ein paar weiße Haare am Kopf hast. Und wie ist das dann bei ganz alten Leuten, wo alles grau ist? Auch denen fällt nichts ab. Ja, aber wie kommt es dann, dass die Blätter abfallen? Die werden nur rot und grün und blau und braun. Blaue Blätter? Naja, bunt halt und dann fallen die ab und der Baum ist ganz nackig. Stell dir vor, mir fallen meine ganzen grauen Haare aus. Puh, dann bin ich nackt. Wie kalt das sein muss. Ich habe nicht mal Kleider. Du hast keine, aber noch viel schlimmer ist, du willst ja gar keine. Na, eh nicht. Wie das ausschaut und wie das zwickt und der Reißverschluss, na wäh. Aber Märchenfee, bevor ich da jetzt länger drüber nachdenke, kannst du uns nicht ein Märchen vorlesen? Du bist ein Schlingel. Auf das läuft es nämlich hinaus. Auf eine Geschichte. Na klar, worauf denn sonst? Schau, mach's mir schon gemütlich. Du kannst loslegen. Okay, Kinder, macht es euch gemütlich, so wie der Katakalo. Die heutige Geschichte heißt Undank. Die schwarze Suse hütete die Gänse. Zu etwas anderem, meinten die Leute, sei die nicht zu gebrauchen. Eine Taglöhnerin hatte das Kind in die Welt gesetzt und war dann, wie der Pfarrer sagte, in eine bessere Welt gegangen. Das Dirnlein aber war herangewachsen wie ein Schlehenbusch am Rhein, den Wind und Wetter, Frost und Schneegestöber nichts anhaben kann. Suse war gut gewachsen und wenn sie ihre wirren Haare einmal stellte, so fielen sie ihr bis zu den Kniekehlen. Aber sie hatte im Auge ein Mal, gestaltet wie eine schwarze Fliege. Das war für die Nachbarn ein Grund mehr, sie zu meiden. Sie war eine Gezeichnete und vor Gezeichneten soll man sich hüten. Eines Morgens, als Suse, umgeben von der schnatternden Gänseherde, auf dem Anger saß, kam die alte Barbe an ihrem Krückstock herangehinkt, blieb vor Mädchen stehen und sprach: Das Mal am Auge, das verschändet dich. Komm nächsten Vollmond zu mir, ich will den Fleck vertreiben. Frau Barbe bewohnte ein kleines Haus an der Mittagshalde. Sie hatte ehemals bessere Tage gesehen, aber die Kinder, denen sie ihre Habe abgetreten, hatten ihr übel mitgespielt und waren schließlich in die weite Welt gezogen. Wie die Vereinsamte ihr Leben fristete, darüber zerbrachen sich die Bauern die Köpfe. Einige waren der Meinung, sie besitze einen geheimen Schatz von Gold und Silber, den sie ihren undankbaren Kindern glücklich vorenthalten. Andere sagten, der fliegende Drache des lichten Satans Diener trage ihr Lebensmittel zum Schornstein und wieder andere hießen sie eine Hexe. So arg war es wohl nicht um die alte Barbe bestellt, aber der geheimen Künste wusste sie mehr als andere. Sie konnte das Blut besprechen, heilte kranke Kühe durch Handauflegen und vertrieb den eitlen Dorfsöhnen die entstellten Sommersprossen. Ja, sie konnte mehr als nur Brot essen. Mit dem Eintritt des Vollmonds sprach Suse, die Gänsehirtin, in der Hütte der Alten vor. Diese bespricht das Mal am Auge mit einer fetten, schwarzen Waldschnecke, warf dieselbe über ihre linke Schulter und murmelte einen Segen. Dann legte sie über das Auge ein Pflaster und hieß das Mädchen nach 3 Tagen wiederkommen. Nach 3 Tagen war das Mal verschwunden. Wohlgefällig beäugelte sich die Gänsemagd im kleinen Spiegelglas, das ihr vor Barbe vorhielt, und auch diese schien sich über die Heilung zu freuen. Aber als Suse mit ungelenker Zunge anhob, Dank zu sagen, fiel ihr die Alte zürnend in die Rede: Spar dir deine Worte! Wenn dein Dank nur einen Heller wert wäre, hättest du ihn für dich behalten. Indem sie so sprach, fing die Wanduhr an zu rasseln und aus seinem Häuslein trat der Kuckuck, bückte sich und rief die Stunde. Hörst du den Gauch? Der Kuckuck ist die undankbarste Kreatur unter der Sonne. Wenn er zu Kräften gekommen ist, frisst er die alte Grasmücke, die ihn groß gefüttert hat. Die Uhr ist mein kostbarstes Hausgerät, denn altstündlich mahnt mich der Kuckuck, zähl nicht auf der Menschen Dank. Undank ist der Weltlohn. Ja, undankbar sind alle, jung und alt, arm und reich.
Und du, Suse, bist um kein Haar besser als die anderen Menschenkinder. Die schwarze Suse war tief gekränkt. Mutter Barbe, sprach sie, ihr tut mir Unrecht. Ich habe ein dankbares Gemüt. Hier fuhr sie mit dem Schürzenzipfel über die Augen. Und wenn ich heute oder morgen das goldene Regenbogenschüsslein finde, nachdem ich so lang suche, so will ich den Schatz redlich mit euch teilen. Das gelobe ich bei Gott und allen Nothelfern. Die Alte wiegte ihr graues Haupt und lachte leise. Also dein Regenbogenschüsslein willst du mir zur Halbscheid geben? Du hast eine offene Halbsuse. Am Ende bist du besser als die anderen. Ich hätte Lust, dich auf die Probe zu stellen. Hey, Töchterlein, was würdest du mir geben, wenn ich dich reich und glücklich mache? Ach, wenn ihr das nur vermöchtet, sprach die schwarze Suse mit einem Seufzer. Vielleicht kann ich's. Die Augen der Magd funkelten. Mutter Barbe, sprach sie mit fliehenden Atem, zieht eure Kreise und raunt eure Zaubersprüche. Verhelft mir zu Glück und Wohlleben, so will ich euch zeitlebens die Hände unter die Schuhsohlen legen und euch wie eine Tochter pflegen bis ans Ende. Die Alte sprach kein Wort. Sie entzündete das Herdfeuer und warf getrocknete Kräuter in die Glut. Dann holte sie ein großes Buch herbei, klemmte die Brille auf die Nase und begann eifrig zu lesen. So verstrich geraume Zeit. Endlich brach Frau Barbe das Schweigen. Gleich wird die Mittagsstunde schlagen, tritt hierher, meine Tochter, richte den Blick auf die Zeiger der Uhr. Sobald der Kuckuck zum ersten Mal ruft, schließ die Augen und harre der Dinge, die da kommen. Hast du mich verstanden? Ja. Die Alte warf noch einen Bund dürren Krautes ins Feuer und murmelte einen Spruch. Da begann die Wanduhr zu schnarren, der Kuckuck trat aus dem Pförtlein und rief, Suse aber schloss die Augen, stand da, starr und reglos. Plötzlich erklangen Pfeifen und Saitentöne, dazwischen brummte eine Bassgeige. Die schwarze Suse war entrückt zum Dorflinde, um die sich das junge Volk im Reigen drehte. Sie schauten sich hinunter und nahmen mit Freuden wahr, dass sie statt ihrer dürftigen Kleider ein staatliches Festgewand am Leib trug. Ein schwarzes Mieder mit Silberspangen geziert, umwölbte ihren Busen und ein blauer, faltiger Rock fiel bis zu den Zwickeln der weißen Strümpfe. Auf ihren glänzenden Bänderschuhen aber prangten zwei Rosen aus roter Wolle gefertigt. Die Mädchen steckten flüsternd die Köpfe zusammen, als sie die geputzte Gänsemagd erblickten und durch die Reihen der Burschen ging freudige Bewegung. Da trat einer vor, das war der Lukas, des reichen Dachshofbauern einziger Sohn. Der fasste die schwarze Suse bei der Hand und warf auf die Bühne der Spielleute einen Kronentaler. Die Musik rauschte auf und Lukas schwang die schöne Dirren, dass ihre schwarzen Zöpfe im Kreis flog und ihr der Atem fast verging. Als der Chaos getanzt und die Lustbarkeit zu Ende war, führte der Lukas Suse nach Hause. Unter der Tür küsste er sie und sprach, lang sollst du nicht mehr in der Elendhütte hausen. Gute Nacht, lieber Schatz, morgen sehen wir uns wieder. Und ein paar Tage darauf ging durch das Dorf die unglaubliche Mär des Dachshofbauern Lukas, freit die schwarze Suse und führt sie als Bäuerin auf den Hof und der alte Dachshofbauer hat die Ja dazu gesagt. Das war leeres Gerede. Die Gänsemagd wurde von ihrem zukünftigen Schwiegervater in einem mit Schimmeln bespannten Wagen abgeholt und die stolzen Dorfschönen wurden vor Neid grün und gelb, als sie das Unerhörte sehen mussten. Am nächsten Sonntag ward das Brautpaar in der Kirche aufgeboten. Der Hochzeitstag war da. Suse mit der glitzernden Krone im schwarzen Haar sah prächtig aus, das musste ihr der Neid lassen. Und der junge Dachshofbauer schaute mit stolzen Augen auf seine Braut. Die Trauung war vorüber und im Dachshof rüstete man die Tische zum festlichen Hochzeitsmahl. Da erschien eine Magd und rief die Braut hinaus. Eine fremde Frau begehre mit ihr zu sprechen. Unwillig begab sich Suse in den Hof. Dort stand auf ihren Krückstock gestützt die alte Barbe. Nun, mein Töchterchen, rief sie freundlich der Frau entgegen. Bist du mit mir zufrieden? Ich bin gekommen, um mich am Ehrentag mitzufreuen. Komm, führ mich rein, du schöne Glückliche. Die Braut aber zog die Stirn kraus und sprach, geht in die Küche, Mutter, ich schicke euch Speis und Trank heraus. Es soll euch an nichts fehlen. Nein, sagte die Alte, so war's nicht abgemacht. An der Hochzeitstafel will ich sitzen, und zwar oben an. Das gebührt mir. Daraus wird nichts, entgegnete heftig die Braut und das Blut stieg ihr heiß in Wange und Stirn. Daraus wird nichts. Im Bettlergewand wollt ihr unter meinen Ehrengästen sitzen, nichts da. Steht euch der Platz bei den Mägden in der Küche nicht an, so hebt euch hinweg. So sprach Suse und wies mit dem Zeigefinger zum Tor. Nimm dich in Acht, du Hoffärtige, drohte die
die Alte. Reiz nicht mal einen Zorn. Was ich gegeben habe, kann ich auch nehmen. Was? Kreischte Suse. Drohen willst du mir? Drohen? Hey, Knechte, kommt heran, treibt die Hexe weg vom Hof. Da kicherte die Alte höhnisch, hob ihren Stab und gab der Braut einen Schlag. Suse fuhr empor. Im Gewand der Gänsemagd stand sie im Stüblein des alten Barbe. Die Wanduhr schnarrte noch und der Kuckuck ließ eben zum 12. Mal den Ruf ertönen. Dann verstummte er, die Uhr tickte weiter. Die alte Frau nahm von der Nase die Brille, legte sie auf das zugeklappte Buch und sprach zu der betäubten Dirn. Du wirst dich wohl aufmachen müssen, schwarze Suse, um das Regenbogenschüsslein zu suchen. Ich will dich nicht länger halten. Oje, oje, dann hat ja die Suse das irgendwie geträumt oder war das gar nicht richtig oder irgendwie so. Du hast recht, Katakan. Aha, ja, was ist jetzt mit meinen weißen Haarschöpfeln da oben? Können wir das braun machen? Dein weißes Haarschöpferl ist genau richtig, wie es ist. Und mir fällt nichts ab, auch nicht meine Nase. Nein, keine Nase, die fällt dir bestimmt. Meine Schnurrhaare. Katakalo, nein, auch deine Schnurrhaare fallen von den paar weißen Haaren da oben nicht ab. Mein Schwanz. Nein, Katakalo, es fällt dir nichts ab. Okay, ich bin mal fürs Erste zufrieden, aber wenn ich nur ein Haar finde, dann stehe ich wieder da. Ja, so machen wir es. Zählst du deine Haare bis morgen, die dir ausgegangen sind, und dann reden wir weiter. Was? Mir gehen Haare aus? Ich gehe gleich einmal nachschauen. Kinder, kommt bald wieder nach Schloss Märchenfels oder hier auf dem Berg oder woanders. Hauptsache zu eurem Kater Kalo. Bussi! Oh, hallo, ihr seid ja schon da oder noch da oder wieder da oder kurz da oder vorher da oder nachher da oder immer da. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, liebe Leute, groß und klein, schaltet euren Kanal jetzt ein. Was? Euren Kanal? Ja, habe ich ja gesagt, liebe Leute, groß und klein, schaltet meinen Kanal jetzt ein. Ja, schon besser, Katakalo. Was willst du damit sagen? Naja, es ist einmal Zeit, allen, die schon abonniert haben, ein riesengroßes Katzen-Katakalo-Geschichten-Bussi zu schicken und Danke zu sagen. Und allen, die meinen Kanal gern anschauen, aber nicht abonnieren. Warum macht ihr das denn nicht, ihr kleinen Würstels? Jetzt gebt's mir doch einmal ein Abo-Bussi und dann kriegt's auch eins von mir. Ach Mann, bin ich schon wieder aufgeregt. Also bitte Leute, abonniert mich, schaut's vorbei, gebt's mir ein Like und wisst, was ich auch noch gern hätte? Vielleicht schreibt ihr mir ja mal was in die Kommentare. Katakalo, seit wann kannst du lesen? Na, kann ich eh nicht. Du lässt mir vor. Okay. Aber nur liebe Sachen, weil böse Sachen mag ich nicht. Das ist dann fast wie das gemeine Mäusevolk. Mag ich auch nicht. Wasser mag ich auch nicht. Tiere Kommentare mag ich auch nicht. Also nicht vergessen. Anschalten, einschalten, umschalten nicht. Nur einschalten, anschalten, dranbleiben, drinbleiben und Abo da lassen.